Heute bei Autotest Schwaben im Gebrauchtwagentest haben wir den Seat Leon der dritten Generation, wie er ab 2012 bis heute gebaut wird. Wir haben hier einen 1.8 TSI mit 180 PS in der FR-Ausstattung, der besten Ausstattung, die es beim Seat Leon gegeben hat oder heute noch gibt. Wir haben hier ein schönes Caribbean Blue, Caribbean Blau. Das Fahrzeug steht hier auf 17 Zoll Alufelgen und Continental Sommerbereifung. Ein wirklich schönes Fahrzeug für einen Preis von 17.400 Euro mit Doppelkupplungsgetriebe, wie gesagt, dem starken 1,8 TSI Motor. Ein wirklich tolles Auto. Ich finde, wirklich besser kann man es kaum mehr haben. Schöne Farbe, schöne Felgen und das Ganze zu einem relativ humanen Preis. Dazu Alcantara in Ausstattung. Der spanische Golf, ein wunderschönes Auto. Nun fragt man sich, Golf oder Seat? Ich persönlich finde den Seat von außen fast schöner wie den Golf 7. Nur im Innenraum, ja, da hat Seat der Mut etwas verlassen. Ich hätte das Cockpit schöner gestaltet. Das gefällt mir hier nicht ganz so gut wie beim Golf. Sonst aber ist der Seat Leon ein durchaus gutes Auto, eine echte Alternative zum Golf, zum Konzernbruder. Ja, zu den Stärken und Schwächen. Stärken, hervorragende Motoren. Er bietet sowohl als Diesel als auch als Benziner einen wunderbaren Motorleistung. 1,2, 1,4, 1,8 Liter. Die TDI-Motoren aus dem VW-Konzern sind ebenfalls sehr gut. Ja, zu den weiteren Stärken, hervorragende Verarbeitungsqualität, haltbare Abgasanlage, tolle Bremsen. Er bietet relativ wenig Schwächen. Auch die Verarbeitung im Innenraum ist auf extrem hohem Niveau. Wir haben ein Fahrzeug aus dem Jahr 2014. Hier zeigt sich auch, der Wagen ist noch in einem hervorragenden Zustand. Auch unten kein Ölverlust. Auch die TÜV-Bilanz für den Seat Leon überzeugt. Da gibt es keine Probleme. Dieses Fahrzeug hat auch erst 25.000 Kilometer, auch wenig. Schwächen beim Seat Leon auszumachen, es sind wenig Probleme, die auftreten. Es sind Kleinigkeiten, kleinere Verarbeitungsmängel. Ja, zumal gibt es ein paar kleine Probleme beim Seat Leon mit der Elektrik. Aber sonst überzeugt dieses Auto und bekommt von uns 5 Sterne und ein besonders empfehlenswert.